Hallo, liebe Freunde der gepflegten Bastelkunst im Bereich Adobe-Produkte und After Effects und Blender und so weiter und so fort. Mich hat jetzt letztes Mal einer gefragt, wie komme ich denn eigentlich von einem Logo, welches ich als Agentur zum Beispiel bastle, welches im CI des Unternehmens und so weiter gemacht ist, wie komme ich da zu Element 3D, um dann eben da eine 3D-Animation dieses Logos durchzuführen. Nun, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und für Leute, die die gesamte ja, Adobe Suite oder auch Creative Cloud haben, ist das eigentlich kein größeres Thema. Wir fangen jetzt einfach mal an, das ein bisschen durchzugehen, wie das Ganze funktioniert. Allerdings werde ich jetzt nicht anfangen, irgendein Logo zu basteln, weil erstens kann ich das nicht. Da gibt es Leute, die können das wesentlich besser. Und zweitens ist das ja auch nicht der Inhalt des Tutorials. Ja? Wie auch immer dieses Tutorial auch enden wird, vermutlich in einem Chaos. Denn eins muss ich sagen, Illustrator ist nicht mein Freund. Ja, ich habe jetzt da schon zum dritten Mal angefangen, um das zu tun, was ich gleich tun werde. Ich werde jetzt allerdings nicht mehr neu anfangen. Das heißt, ihr müsst da jetzt durch. Ja, ihr müsst jetzt quasi mit mir diesen Illustrator bezwingen, mehr oder weniger. Ja. Ich habe ja jetzt hier mal so ein Symbol ausgewählt. Das ist aus der Mobile-Datei, irgendwas, whatever. Da halt drin. Und das zerlegen wir jetzt einfach mal. Oder besser gesagt, wir machen es einigermaßen so, dass wir es dann weiterverarbeiten können. So, also, was man zu dem Ganzen braucht, ist Blender. Ja, Blender, After Effects und den Illustrator. Denn meistens werden ja Logos im Illustrator als Vektordateien erstellt und dann eben auch dementsprechend weiter bearbeitet. Ja, und darum machen wir das jetzt einfach mal in dem Workflow, der da Standard ist. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also, jetzt. Ich will den Pfeil daraus haben. Ja. Ich habe schon mitgekriegt, dass ich es doppelt klicken muss und dann ein bisschen da rein und dann den Pfeil anklicken und dann den Pfeil anklicken und ah, also ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft, das Ganze zu löschen, ohne alles zu löschen. Ja. Also, jetzt können wir mal das Ganze ein bisschen größer machen. Dieses Symbol oder dieses Logo besteht jetzt auch aus einzelnen Komponenten. Das sieht man, also hier gibt es verschiedene Vektoren, verschiedene Bereiche, die man dann verwenden kann. So, dieses Ding, das verwenden wir eben jetzt als Logo. Ja. Wir speichern das Ganze jetzt ab und zwar kann man da unter Datei speichern, speichern unter. Diese Datei speichern, nicht als Illustrator-Datei, sondern als SVG. Ja. Das ist ganz wichtig, weil das nämlich das ist, was dann später auch Blender lesen kann. Und Blender braucht man eben dazu, das Ganze zu extrudieren. Wir schauen jetzt einmal das Logo 2, weil Logo 1 wäre ja schon ganz gut gewesen. Jetzt gucken wir mal, wenn das Logo 2 nicht funktioniert, also diese Einstellungen könnt ihr lassen, das ist für Blender irrelevant. Der kann eigentlich jede SVG-Datei lesen und darum funktioniert es dann auch. So, jetzt switchen wir, weil wir sie abgespeichert haben, vom Illustrator in Blender und gehen auf Import und dann eben wieder SVG. Das haben wir hier und dann nehmen wir mal Logo, das ist das gleiche wie gerade, aber bei dem bin ich mir sicher, dass es funktioniert, weil sonst machen wir da ewig rum. Und dann haben wir hier unser Logo. Ja. Dieses Logo besteht eben jetzt aus diesen verschiedenen Komponenten, die wir gerade ja auch bei Illustrator gesehen haben. Und die müssen wir jetzt irgendwie bearbeiten, dass das Ganze dreidimensional ist. Ja. Was wir zuerst machen müssen, das mache ich zumindest immer, ich zerlege das Ganze und zwar in der Z-Achse, in der Y-Achse. Ich klicke also ein Objekt an und ziehe das auseinander. Ich mache also mehr oder weniger eine Explosionszeichnung des Logos, damit ich die einzelnen Segmente in diesem Logo also dementsprechend sehe. Ja. Das kann ich mir jetzt da rausziehen und dann im Object Mode klicke ich dann eines dieser Objekte an, gehe in Object, Convert to, Mesh from Curve. Ja. Mesh müssen wir machen, das heißt, wir müssen also aus einer Kurve, die ja ein abstraktes Element ist, eine mathematisch berechenbare Polygonoberfläche machen, damit wir es dann auch extrudieren können. Ich glaube, das haben wir jetzt mit dem gemacht, das machen wir jetzt mit allen. Object, ich weiß, es geht auch mit Shortcuts, ja. Also, aber bitte verlangt nicht von mir, wenn ich einmal im Jahr mit Blender arbeite, dass ich dann mir alle Shortcuts merke. Ja, außerdem bin ich ein Mauskind. Ja, also mit Maus ist für mich einfach voll lustiger. Ja, vielleicht für andere nicht so. Ich hoffe, ich habe jetzt übrigens auch Blender aufgenommen. Das habe ich nämlich jetzt vergessen. Ich wollte nämlich eigentlich switchen und dann gucken, ob es funktioniert. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es funktioniert. Ja, wenn es nicht funktioniert, funktioniert es halt nicht. So.
Dann klickt man wieder eines dieser Objekte an, gehen in den Edit-Modus. Und jetzt sehen wir schon, dass wir hier eine Polygonoberfläche haben. Die könnten wir jetzt noch verbessern, indem wir bestimmte Subdivide und Extrude etc., Spins, Screws und dann vielleicht Smooth noch machen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir machen jetzt weiter, wir extrudieren und zwar indem wir E drücken auf der Tastatur und dann, wenn ich E gedrückt habe, kann ich das Ganze extrudieren. Das mache ich jetzt, muss ich wieder in den Object-Modus, um wieder ein Objekt auswählen zu können, dann wieder in den Edit-Modus und dann haben wir hier extrudieren. Aha, das schaut, da haben wir schon mal einen Fehler gemacht, ja, weil das nämlich nicht konvertiert wurde in ein Mesh. Ja, aber was soll es, das kann man ja immer noch nachholen. So, jetzt E extrudieren, dann wieder in den Object-Modus zurück, hier Edit-Modus, E extrudieren, dann Object-Modus und wieder Edit-Modus, E extrudieren. So, jetzt gehe ich in den Object-Modus und jetzt kann ich das Ganze wieder zusammensetzen, ja, indem ich das Ganze wieder zusammenschiebe. Jetzt kann ich natürlich auch ein bisschen variieren und kann sagen, okay, das will ich ein bisschen weiter draußen haben, um eben dann auch eine dementsprechende Dreidimensionalität zu erzeugen. Ja, das kann ich auch ein bisschen hier lassen. Dann das da schieben wir auch hier runter. Man könnte jetzt auch sagen, ja, das gefällt mir eigentlich gar nicht, das will ich nicht, das könnte ich auch löschen. Aber da müsst ihr halt immer aufpassen, denn ein Logo darf ja nicht verändert werden. Ja, das heißt also, wenn es da im CI mal gebastelt wurde, dann können wir da nicht hinterher noch irgendwie rummachen. So, jetzt haben wir das Logo definiert und jetzt geht es halt weiter. Ja. Ich habe ja jetzt zwar ein Logo, aber keine verschiedenen Materialien. Und wenn ein Logo zum Beispiel zwei Farben hat, also eben dieser Bereich hier und dieser Bereich hier, dann gebe ich diesem Material eine andere, also diesem Bereich ein anderes Material. Das kann ich mir dann im Blender auch ein bisschen hervorheben farblich, dass ich sehe, aha, dann kann ich dem da ein anderes Material geben. Das kann ich dann auch wieder einfärben. Blau. Und den Hintergrund dann zum Beispiel wieder ein anderes Material und zum Beispiel gelb. Damit ich hier sehe, aha, hier sind meine Unterschiede. Hier habe ich auch noch ein Material, das kann ich auch noch definieren. Wichtig ist es dann eben für Element 3D, damit ich dann die verschiedenen Bereiche mit Materialien belegen kann. So, wenn ich das jetzt gemacht habe, dann gehe ich in File, ja, Export und dann in Wavefront, ja, Object-Datei. Und speichere das dann unter Logo Object, gehe in die Exportgeschichte rein. So, jetzt haben wir das exportiert und dann gehen wir hier in After Effects, erzeugen eine neue Farbfläche, nennen die Element, gehen auf OK, Composite Lab, Effekte, Video Copilot und Element, dann Setup und dann Import, Logo öffnen. So. Logo ist drin und man sieht, ich habe auch schon die Materialien, die ich gerade im Blender definiert habe. Wichtig ist hier Auto-Normals machen, ja, damit das Ganze dann dementsprechend dargestellt wird. Und jetzt sehe ich hier, aha, naja, also dieser Teil da, der da so drüber steht, der gefällt mir jetzt nicht so. Ja. Was muss ich machen? Ich habe das jetzt abgespeichert, gehe in Element rein, in Blender, markiere das Ganze und gehe auf Delete. So, das ist jetzt weg, das Ding. Gehe auf Export. Wavefront, mache wieder Logo, Export und gehe dann wieder in Element rein. Und wenn ich dann dieses Logo reloade, ja, dann ist dieses Teil weg. Ja, also wenn ich nochmal auf Import gehe, Logo öffnen, so, Auto Normals, das andere machen wir weg. Gut, das mag er jetzt ja nicht. Ab und zu ist es so, dass bei der Importfunktion Dateien verwendet werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Blender diese Datei noch offen habe, und die nicht gespeichert habe und das exportiere, dann kommt es ab und zu vor, dass es nicht gleich übernimmt. Ja, das ist jetzt leider ein Fehler, der hier jetzt aufgetreten ist. Es wäre schön gewesen, wenn es nahtlos gegangen wäre, aber vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn es jetzt nicht funktioniert, weil dann wisst ihr, aha, das ist ein Fehler, der auftreten kann. Dazu müsste man After Effects neu starten, Blender beenden und dieses Logo dann nochmal exportieren, dann wird es funktionieren. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen blöd gelaufen. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ab und zu sind es ja nur ein paar Sekunden, die entscheiden, ob was funktioniert. Nee, mag er nicht. Okay, also machen wir weiter. Können wir uns oder brauchen wir uns jetzt auch nicht allzu lange damit aufhalten. Wir gehen in die Presets rein und können jetzt die verschiedenen Materialien. Das Material hat er mir schon weggenommen, der blöde P. Ja, also das hat er schon, aber die Grafik nicht. Also was weiß ich, was ich jetzt gelöscht habe, ja, ist ja egal. So, gehen wir in die Pro Shaders rein und jetzt können wir die Materialien farblich verändern.
indem wir die Materialien einzeln anklicken und die Farben ändern in die Farben in dem CI, wie wir es brauchen. Ja? Je nachdem, wie eben der Kunde das will, kann ich also die verschiedenen Materialien dann farblich ändern oder halt Texturen drauflegen. Ja, gibt es ja, also das ist jetzt wieder eine Farbkombination, die wieder nicht so funktioniert, aber was soll's, ja. Wenn ich das dann gemacht habe, ja, da sehe ich jetzt zum Beispiel auch wieder was. Hier müsste man im Blender dieses Teil hier auswählen, ja, und dann Scale und dann ein bisschen kleiner machen, ja, oder vielleicht ganz weglassen. Oder man könnte auch, wenn man es ein bisschen verschiebt, vielleicht ein bisschen rausnimmt aus dem Ganzen, damit man hier also diese Überlagerung hat, nicht zwischen dem einen und dem anderen Material. Weil sonst entstehen nämlich hier eben diese seltsamen Linien und die kann man ja beim besten Willen nicht brauchen. Jetzt machen wir mal okay. Gehen wir im Blender nochmal in Export. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Object, Export. Und da machen wir nochmal dann Import. Machen wir das nochmal weg, ja, von mir aus. Logo öffnen. Autonomes. Ja, also das hat er jetzt genommen. Das heißt, es ist jetzt ein bisschen weg. Wenn ich nämlich jetzt hier nochmal die Materialien ändere, jetzt weiß ich nicht genau, was das war. Ja, bling. Nochmal hier blau. Und hier mal ein bisschen durcharbeiten, damit es dann einigermaßen verständlich wird, was ich denn damit eigentlich gemeint habe. Da muss man dann ein bisschen rumbasteln. Ja. Das Thema ist beim Logo, wie gesagt, es darf im Grunde nicht verändert werden, aber es gibt natürlich Grenzen der Bearbeitungsmöglichkeit in diesem Workflow. Ja. Also es gibt gewisse Dinge, da muss ich dann ein bisschen improvisieren, damit das Ganze dann funktioniert. So, dann nochmal okay. Jetzt können wir uns hier eine Kamera nehmen und das Ganze dann ein bisschen verschieben. Ja. Und dann sehen wir schon, ja, also im Grunde habe ich jetzt das Logo hier drin und kann das dann dementsprechend dreidimensional verändern. Ich kann natürlich jetzt im Blender noch nacharbeiten, ich kann das eine oder das andere machen, um dann eben das Logo zu animieren. Im Grunde ist mir jetzt hier ja auch freigestellt, rumzuprobieren mit den Materialien. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Pro Shaders habe, kann ich natürlich auch hier ganz was anderes verwenden. Aber Leute, das war natürlich jetzt ein Blödsinn, gell? Zum Beispiel hier eine anderes Material hier einfügen, um das Ganze dann dementsprechend darzustellen. Ja. Also es gibt hier dann sehr viele Möglichkeiten rumzubasteln. Man muss halt immer gucken, wenn man die Materialien definiert, dass man dann die Texturen auch drauf bringt auf das jeweilige Teil. Aber das ist dann eher mehr noch, wie soll man sagen, eine Nachbearbeitungsgeschichte. Hier hat man zum Beispiel die Polygon-Funktion Sphere. Ah, da muss man ein bisschen rumbasteln, ja. Bei Box funktioniert es jetzt, ja, dass ich die Textur drauf bekomme. Wie gesagt, da muss man rumprobieren, bis man das dann so hat, dass es passt. Ja. Zum Beispiel für ein Steinmetz ein super Logo. Ja. Wie dem auch sei, das war jetzt einmal der Workflow vom Illustrator, also von einem Logo, welches man durch eine Agentur erstellt, über Blender extrudieren. Wie gesagt, Blender bietet dann natürlich sehr viele Möglichkeiten, das Ganze noch zu verbessern. Ich habe ja hier jetzt ein paar Kanten drin. Da könnte man jetzt zum Beispiel noch smoothen, das heißt also eine Kante definieren, die also weich ist. Und wenn ich jetzt gar nicht mit Element 3D arbeiten will, dann kann ich natürlich auch im Blender animieren. Blender ist halt ein bisschen komplexer, da braucht man ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen. Ja, das ist mehr so eine Beziehungsgeschichte dann mit Blender. Das kann man mögen oder auch nicht. Ich nutze es halt für bestimmte Dinge, zum Beispiel auch, um bestimmte Dinge anzuklicken und dann zum Beispiel zu frakturieren. Ja, das Schöne ist, wenn man jetzt bei Blender zum Beispiel so eine Cell-Fracture macht und das Ganze dann übernimmt, dann kann ich, da habe ich natürlich jetzt sehr, sehr viele von diesen Cells, das sieht man hier, also diese Curves, diese sieben, Curve, 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 da muss ich jetzt das ausblenden, weil ich habe diese ganzen Teile jetzt und dann kann ich also dieses ja, Teil dann dementsprechend exportieren. Ich muss jetzt mal probieren, ob das geht. Ich weiß, das ist jetzt wieder. Ich schweife wieder ab. Ja, müssen wir mal anders nennen hier. Logo 2. Export. Und dann das mal importieren. Mal schauen, was er macht. Ob er mal es übernimmt oder nicht. Wie dem auch sei, würde ich mal sagen. Mal schauen. Also er hat zumindest das Teil mitgenommen. Und
Jetzt habe ich natürlich etwas gemacht, was Element 3D gar nicht kann. Element 3D habe ich jetzt dazu genötigt, mehr oder weniger, eine Übernahme eines bestimmten Protokolls zu verwenden, was eigentlich gar nicht geht. Denn jetzt habe ich eine kombinierte Geschichte. Ich habe jetzt da ein frakturiertes Element. Das können wir jetzt mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was jetzt passiert und ob das überhaupt funktioniert. Ich denke eher nicht. Multi-Object. Rotation, doch. Ja, also gut, ich wurde gerade eines Besseren belehrt. Das ist jetzt eigentlich schon wieder Thema für ein neues Tutorial, indem man ein kombiniertes Objekt aus explodierenden Teilen und nicht explodierenden Teilen verwendet. Also er hat es tatsächlich gemacht. Wieder sehr interessant, auch für mich, für meinen Workflow. Wenn ich etwas erstelle, auch wenn ich mal arbeite, ja, was ich selten tue, das stimmt natürlich nicht. Ja, an alle, die meinen, ich arbeite nichts, ja, wie dem auch sei. Also machen wir das Licht nochmal weg. Aber man sieht, wenn man hier jetzt in das Multi-Object reingeht und dann eine Rotation durchführt oder Displays, ja, dann habe ich also dieses Self-Fracture in diesem Logo-Element. Ja. Ich könnte jetzt die anderen Logo-Bestandteile auch noch dementsprechend in die Luft sprengen, ja, um dann eben eine dreidimensionale Logo-Animation mit einem Sprengeffekt durchzuführen. Ist natürlich toll. Sieht man mal, was Blender alles kann. Ist jetzt eigentlich schon ein Teil wieder für ein anderes Tutorial und darum lasse ich das jetzt auch. Und jetzt muss ich halt ja, euch noch sagen, das war es jetzt mit dem Tutorial. Übrigens habe ich diesmal im Full HD aufgenommen. Ja, das heißt, meine Festplatte explodiert wahrscheinlich gerade. Aber was soll's? Ich wurde ja darauf hingewiesen, ich soll ein bisschen bessere Qualität liefern. Ist ja auch gar nicht